So, hallo liebe Freunde, zur zweiten Folge Golden Medieval. Hier in der Version 0.802 mit den neuen Tieren, die wir domestizieren können. In der letzten Folge haben wir das Haus so ein bisschen fertiggestellt oder zumindest mal den Keller, der ist jetzt komplett fertig gebaut. Das war 1, 2, 3 zu weit. Genau, der Keller ist komplett fertig jetzt. Wir haben eine Stütze, die ist nicht ganz so mittig, aber das ist jetzt am Anfang erstmal egal. Und da werden wir jetzt auch gleich einen Lagerplatz für unsere Lebensmittel erstmal machen. So, dafür einmal drauf. Da können wir erstmal alles entfernen. Machen Priorität sehr hoch. Machen komplett Nahrung rein. Samen können verrotten. Die Materialien lassen wir mal noch. Bücher auf jeden Fall. Und die Medizin. Ansonsten der Rest, der kann alles erstmal oben bleiben. Jetzt schauen. Hier haben wir niedrige Priorität. Da werden wir die Nahrung und das alles trotzdem noch drin lassen, falls der Platz unten voll ist, dass das trotzdem erstmal hier eingelagert wird. Und wir werden jetzt auch ein Dach uns hinzimmern. Wir werden uns einfach mal ein Holzdach gönnen. Wunderschön. Und wir werden einen Forschungstisch uns hinstellen. Den werden wir aber auch gleich in den Keller verfrachten. Einfach nur, dass die Bücher auch gleich unten eingelagert werden. So, jetzt brauchen wir natürlich ein bisschen mehr Holz. So, und damit haben wir unser Gemeinschaftsschlafzimmer, sag ich mal. Mehr ist hier oben einfach noch gar nicht. Haben wir fertig. Also wir haben quasi unser erstes Haus komplett jetzt fertig gebaut. Es ist noch unten der Forschungstisch, der gerade in Bau ist, so wie es aussieht. So, da wird er auch schon gebaut, unser erster Forschungstisch. Sehr schön. Da werden wir auch gleich mal etwas in Auftrag geben. Bis, ja, 30 forschen. Weiter erstmal nicht. 25 haben wir schon. Genau, da sieht man auch schon, Trefferpunkte hat schon 10 verloren. Ist natürlich ärgerlich, wenn das draußen liegt die ganze Zeit. Da der Kohl hat sogar schon ein bisschen mehr verloren. Einfach nur, weil es die ganze Zeit draußen an der frischen Luft in der Sonne lag. So, und jetzt haben wir auch hier unser Forschungsreiter. Und ich nehme an, dass wir jetzt durch die Tiere auch etwas mehr zum Forschen haben werden. Okay, jedenfalls erstmal Architektur und in die Landwirtschaft, dass wir anfangen können, unsere ersten Felder zu bestellen. Und bei Architektur, ihr habt es gesehen, jetzt haben wir endlich die Holzbalken freigeschaltet. Das heißt, wir können unten im Keller diesen hässlichen Stützbalken entfernen und können unsere ersten Balken nehmen. Und wir haben jetzt auch unsere ersten Nutzflächen. Wir können unser erstes Feld anlegen. So, wir werden erstmal ein 6-Feld großes Kohlfeld anlegen. Das reicht auf jeden Fall. Und wir werden drumherum, werden wir noch einmal den Fußboden verlegen, weil je nachdem, wie schnell die kommen, nachkommen mit Transport, wird der die erntet, erstmal die Sachen alle ringsherum um das Feld herumlegen. Und da ist einfach
wieder gewährleistet, dass es nicht so schnell verrottet. Und wir haben jetzt auch unseren ersten neuen Siedler theoretisch. Und zwar den Christian. Christian mochte zunächst geistesgestört erscheinen, war aber einfach nur vom Schrecken überwältigt. Ein bemitleidenswerter, strauchelnder Körper mit Schwielen von Fesseln und harten Schlägen eines grausamen Meisters. Christian bettete: Versteck mich! Ich werde sterben, wenn man mich erwischt. Und jetzt werden wir entscheiden müssen. Knallen wir die Tür zu und lassen ihn weiterziehen? Oder wollen wir ihn aufnehmen? Er hat auf jeden Fall Bergbau 14, ja, ist nicht so schlecht. Aber es werden in ein paar Tagen ein Bogenschütze und zwei Marodeure kommen. Aber wir werden ihn auf jeden Fall aufnehmen. So, wir brauchen dafür aber noch ein Bett. Das werden wir hier einfach daneben platzieren. Wir werden ihm denselben Terminplan geben wie die anderen. Und wir werden schon mal seine Fähigkeiten einteilen. Genau, also er hat jetzt nicht unbedingt so viele Top-Fähigkeiten, sag ich mal. Deswegen nehmen wir hier einfach Anfertigen nochmal dazu. Das sind so, ja, Ziegel herstellen, so Sachen halt. So, wir haben auf jeden Fall auch... Oh, eine neue Forschung, jetzt direkt verfügbar. Was auf jeden Fall wichtig ist, ist meiner Meinung nach Richtung Fermentieren zu gehen, beziehungsweise Fermentieren zu gehen, damit wir können schon mal unsere ersten Getränke selbst herzustellen. Werden wir auch gleich hier draußen hinstellen. So, da haben wir unsere Fermentierungsanlage, die übrigens auch neu ist. Gerinnende Milch, fermentierte Fruchtsaft und fermentierte Maische. Also wir haben auf jeden Fall neue Rezepte, die wir hier hinzufügen können. Aber noch haben wir noch 12 Bier, also es sollte eine Weile reichen. Oh, Brent ist heute 28 geworden und Riket hat den Vorteil Dummkopf erhalten. Was ist das denn für ein Vorteil? Dummkopf, es dauert lange, bis Riket Dinge begreift und man muss ihr viel Geduld entgegenbringen. Selbst dann kann es sein, dass Riket nichts versteht. Intellekt minus 5, Redekunst minus 5. Ui. Und sie lernt auch viel langsamer. Was hat denn Riket dann jetzt? Redekunst 10 und Intellekt 13 heißt minus 5. Muss man das selber berechnen dann, oder? Und ich werde jetzt mal schauen. Ich werde die eine Ziege trainieren. Mal schauen, was da passiert. Trainingsversuch erfolgreich. Aber was genau uns das jetzt gebracht hat, ich habe keine Ahnung. Trainiert zu 14%, okay. Wahrscheinlich bei 100% kann die Ziege dann irgendwelche Kunststücke. Es ist auch schön, der Suchtrupp trifft wieder bei kurz vor der Nacht ein. Also kurz bevor alle schlafen gehen. Das ist sehr schlecht. Da werde ich heute mal alle etwas eher ins Bett schicken um 18 Uhr. Da dürften sie ungefähr 2 bis 3 Stunden
noch schlafen, bevor der Kampf naht. Und wir haben jetzt nochmal eine Forschung verfügbar. Möbel. Genau, da haben wir auch schon. Wir haben ein Bücherregal, wir haben Waffenständer, Waffenhalter für die Wand und Bücherregale für die Wand, Sessel und ein hölzernes Heubett. Werden wir mal schön freischalten. Was wir jetzt aber auch noch brauchen, dass unsere Leute nicht zu sehr zu böse werden, einfach mal ein bisschen Unterhaltung bieten. Da haben wir hier einmal einen Backgammon-Tisch. Und jetzt müssen wir einmal schauen, was für einen Glauben haben die alle. Restitutionist. Der ist Eichenbrüder. Okay, also müssen wir auf jeden Fall beides machen. Da platziere ich den einen hier hin, den anderen hier am Rand. Da könnt ihr auch beten gehen. Wir brauchen noch massig Holz dafür. Da werde ich jetzt aber auch mal ein Feld für Bäume anlegen. Ein schönes Feld für unsere Bäume. Ah, schau. Wurde jetzt sogar wieder die Ziege gemolken. Da können wir ja hier eigentlich schon mal geronnene Milch machen. Machen wir einfach mal für immer. Sobald halt genug Materialien da sind. So, circa 5 Stunden noch, bis der Suchtrupp eintrifft. So, jetzt schlafen schon alle. Circa eine Stunde noch. Dann ist der Suchtrupp da. Mal schauen, wie wir uns schlagen werden. Und da ist er schon. Gewalttätige Erpresser, Bergbanditen. Der Unmensch sprach, sanft, aber bedrohlich. Christian gehört mir. Übergebt mir meinen Sklaven oder ihr werdet alle leiden. Es war ihm todernst. Aber wir werden ihnen nicht Christian übergeben. Wir weigern uns. Den und werden angreifen oder verteidigen. So, und was ich auch noch gesehen habe, Siedler sind unbewaffnet. Ja, leider, weil Christian hat zwar Meisterschütze 5, aber wir haben niemanden, der den Langbogen nehmen kann, weil der Langbogen braucht leider Meisterschütze 10. Also werden wir all unsere Leute außer Christian einziehen, hier hinten positionieren und sie werden Christian verteidigen. Da kommen sie. So, ich werde auch die zwei Nahkämpfer, sage ich mal, ein bisschen abseits platzieren. Da kommen sie. Auf in den Kampf! Los, meine Männer! Okay, das sieht sehr gut aus. Erste ist tot. Der zweite ist tot. Jawohl! Wir werden ihn jagen.
Ah, verfehlt, schade. Na gut, Leute. Lasst ihn. Nehmt die Sachen an euch. Was wir auch noch brauchen, ist ein Lagerplatz für Müll und Leichen. Die mache ich gerne ein bisschen abseits. Einfach nur, dass die nicht immer die Leichen sehen müssen, wenn die noch nicht bestattet worden sind. Das macht die nämlich auf Dauer sehr traurig. Aber wir werden auch gleich einen Scheiterhaufen direkt daneben platzieren. Und wir haben unseren ersten Kampf überstanden und gewonnen. So, und da können wir Christian aber auch jetzt eine Nahkampfwaffe geben. Ich meine, es sind zwar keine krassen Waffen gerade, es sind nur zwei Pflege. Die sind auch noch schwach. Aber dafür bekommt er als einziger schon einen Helm. Und der Scheiterhaufen steht auch gleich. So, Körper verbrennen für immer. Wir haben eine neue Forschung. Und wir werden die dekorativen Banner nehmen. Der Körper unseres ersten Feindes brennt dahin. Sogar eingewickelt haben sie ihn. So, alle zum Morgengebet. Und ab an die Arbeit. Was ich auch mal gemacht habe, ich habe hier komplett alles auf der Karte mal erlaubt, dass die das holen dürfen. Und jetzt wollen wir mal schauen, was wir denn hier für Wildleben haben. Hier, oh, ein Wildschwein. Zähmversuche. Kann man also auch zähmen. Noch ein Wildschwein, viele Hasen. Füchse gibt es auch viele. Was man mit denen machen kann, weiß ich aber noch gar nicht. Und was liegt denn hier? Warum liegen denn hier so viele Knochen? Wildschwein. Oh, wir haben eine junge Ziege. Die wurde gerade eben geboren. Weiblich, männlich. Oh, schön. Unsere Tiere vermehren sich schon. Und wir werden jetzt mal ein Gehege für unsere lieben Tiere machen. Ich meine, es ist zwar schön, dass sie hier so frei umher irren, aber es ist ja dann doch schöner, wenn alle so ein bisschen beieinander sind. Da werde ich hier einfach mal einen Zaun platzieren. Gehege nicht zu klein. Die sollen sie auch ein bisschen schön haben. Oder etwa nicht. So, hier machen wir jetzt noch die Ecken rein. Und wir werden ein Weidentor platzieren. Am besten hier vorn in die Mitte. Einen Gehegemarker. Wo muss ich den? Muss ich den? In einer Umzäunung. Da platziere ich ihn mal. Ne, das geht nicht. Hierhin. Was brauchen wir dafür? Einfach nur Holz. Okay. Und was die auch noch kriegen, einen Futtertrog. So, alle essen, alle beten. Alle etwas Spaß haben.
Und weiter an die Arbeit. So, und das ist jetzt unser erstes Tiergehege. Das ist für unsere Ziegen. Schaf, Huhn, Kuh gibt's alles noch. Ja, bring schön unsere Ziegen da rein. Der Futtertrog ist auch fertig. Priorität sehr hoch. Futtertrog ist gefüllt. Und wir haben unser erstes Gehege, Freunde. Unser erstes Gehege mit unserem ersten Lämmchen. Und da würde ich doch sagen, liebe Freunde, das war's auch mit der heutigen Folge. Schaut gerne beim nächsten Mal wieder rein, beim dritten Teil. Und seid gespannt, was uns da alles passiert. Aber auf jeden Fall lasst eine positive Bewertung da und bis zum nächsten Mal. Ciao.